In meinem Vortrag geht es um Brennstoffzellenheizgeräte für Ein- und Zweifamilienhäuser, die mit sehr hohen Wirkungsgraden eine der Zukunftstechnologien im Wärmemarkt darstellt. Mein Name ist Alexander Daunsteiner. Ich werde Sie jetzt in der nächsten halben Stunde durch eines der innovativen neuen Technologien, die auch hier auf der ISH, ich sage mal erstmal in einer Breite, verfügbar ist, wie vorher und seither noch nicht, nämlich eine Perspektive aus Marktsicht, Technik und auch Anreizprogrammen für die Brennstoffzellen, Heizgeräte für im Wesentlichen Ein- und Zweifamilienhäuser. Für diejenigen, die noch nicht von Brennstoffzellen gehört haben, würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz auf das Prinzip eingehen. Es ist die effizienteste und wir werden auch gleich sehen, was man hier rechts steht, leiseste Form, wie man aus Erdgas Strom und Wärme gleichzeitig machen kann. Sie kennen alle das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Das gibt es schon seit langem. Das läuft im Wesentlichen über externe oder interne Verbrennungsmotoren, also Gasmotoren, die man eben in Ein- und Zweifamilienhäusern auch schon seit vielen Jahren hat. Die haben natürlich den Nachteil, dass man sich erstmal die Energie über einen großen Umweg und auch zum Teil mit sehr hohen Verteilungs- und Umwandlungsverlusten über motorische Antriebe und auch einen Generator am Ende in Strom und Wärme umwandeln muss. Das heißt, die Stromumwandlung und Generierung bei der Kraft-Wärme-Kopplung mit motorischem Prinzip ist deutlich uneffizienter. Daneben natürlich auch wartungsaufwendiger, weil wenn Sie bewegliche Teile haben, gibt es überall Reibungen. Wo es Reibung gibt, gibt es Verschleiß, haben wir alle mal gelernt oder viele von uns. Und deswegen ist das hier mit der Brennstoffzelle deutlich einfacher, denn die Brennstoffzelle im Wesentlichen, da sieht man einmal ein so ein Prinzip, ist eigentlich nichts anderes als das Schichten von irgendwelchen Platten, wenn man das mal ganz einfach formuliert. Es werden Kathoden und Anoden und Kathoden sozusagen mit einer Membran, die können unterschiedlich ausgeführt sein. Das ist ja, glaube ich, hier jetzt eine PEM-Membran. Da gibt es also Niedertemperaturbrennstoffzellen und Hochtemperaturbrennstoffzellen, sagt auch schon der Name, laufen bei unterschiedlichen Temperaturen. Am Ende kommt für den Kunden aber immer Strom und Wärme raus und das eben ohne mechanische Umwandlung direkt durch eine elektrochemische Reaktion. Und das ist eigentlich der Punkt, eine höhere Effizienz bei der Umwandlung von Erdgas in Strom können Sie physikalisch derzeit nicht erreichen. Dadurch, dass das Ganze praktisch geräuschlos ist, wenn Sie eine Brennstoffzelle, und es gibt inzwischen in Deutschland weit über 1000 in großen Demonstrationsvorhaben, aber auch schon im Markt, können Sie, wenn Sie die hören im Keller oder wo auch immer sie aufgestellt ist, können Sie die eigentlich nicht hören. Denn die läuft absolut geräuschlos und das ist natürlich einer der wesentlichen Vorteile. Und durch die hohe Effizienz, und das ist wichtig im Zuge unseres Klimaschutzziels auf EU-Ebene, aber auch was die Klimaschutzziele 2050 und das Zwischenziel 2030 angeht, natürlich von erheblicher Bedeutung, nämlich mit einer sehr, sehr geringen CO2-Fracht. Das heißt, auf dem Weg zu irgendwann 100% CO2, denn das läuft ja nicht digital, heute 100% CO2-Fracht, morgen null, das kriegen wir nicht hin, ist die Brennstoffzelle eine der Zukunftsoptionen, auch im Zuge der deutschen Energiewende. Wir gehen jetzt mal auf drei Beispiele ein, um Ihnen mal so einen Ausschnitt, Sie werden am Ende noch sehen, dass es noch sehr viel mehr gibt, von Produkten vorzustellen, die Hersteller haben mit unterschiedlicher Länge, zum Teil schon seit 20 Jahren an der Entwicklung und Erprobung dieser Technologie gearbeitet. Deutschland und Europa ist da neben Japan auch führend weltweit. Wir haben hier sehr bekannte und große Heiztechnikhersteller in Europa sitzen, viele davon in Deutschland. Das ist jetzt ein Beispiel von Viessmann, die Vitovalor 300P, wo man eben im Grunde genommen zwei unterschiedliche Module sieht, die auch getrennt in den Keller eingebracht werden. Links ist das sozusagen klassische Brennwertmodul mit allen Speichern, die dazu notwendig sind, also Trinkwasserspeicher, Pufferspeicher, der ganzen Hydraulik, der Sensorik und der Regelung. Und rechts ist das eigentliche Brennstoffzellenmodul, was dann halt in dem Fall bei Viessmann mit 750 Watt Strom und Wärme macht. So, das ist immer ein Grundlastmodul, das kann man sich eigentlich für jede Brennstoffzelle merken. Das läuft immer schön vor sich hin und immer dann, deswegen auch links das Zusatzheizgerät, wenn eben sehr viel mehr oder sehr viel kurzfristig, zum Beispiel im Sommer, für Brauchwassererzeugung Heizleistung gebraucht wird, dann schaltet eben das Zusatzheizgerät zu. Man kann sich das eigentlich vorstellen wie so ein Turbo. Ja, macht auch im Motor, im Auto Sinn,
Grundlast immer effizient zu fahren. Und dann, wenn man mal richtig beschleunigen muss, mit Anhänger dran oder voller Fracht im Urlaub, dann schaltet der Turbo ein. Und so ist das hier eben auch. Ein zweites Beispiel ist die ähnliches Prinzip, auch alles Systeme für das Ein- und Zweifamilienhaus, ist die Logatherm von Buderus. Das ähnliche Produkt wird ein bisschen anders mit einem anderen Design unter Junkers auch vertrieben. Auch da ist die Brennstoffzelle in dem Fall 700 Watt Nennlast, auch modulierend, wie man sieht. Die gehen bis 180 Watt runter, sodass, wenn man auf der linken Seite mal guckt, ganz oben im Teillastbetrieb nur 200 Watt Wärme macht. Und da kann man natürlich schön langsam den Speicher vollschieben. Das heißt, die ist auch sehr dynamisch und sehr anpassbar an den Verbrauch, was gerade im Haus ist. Denn das Ganze wird wärmegeführt gefahren. Das heißt, gerade da, wenn sehr wenig Wärmebedarf ist, fährt die Brennstoffzelle trotzdem weiter und produziert weiter Strom. Die Wirkungsgrade sind, wenn man sich mal die Zahlen, ich will im Einzelnen nicht drauf eingehen, aber anguckt, dann sieht man, hier gibt es 46% elektrischen Wirkungsgrad. Wir haben sogar Brennstoffzellen von Herstellern mit bis zu 60% elektrischen Wirkungsgrad. Das kriegen sie noch nicht mal im Atomkraftwerk. Und das im Keller stehen, ist ein wahres Effizienzwunder. Auch hier gibt es mit dem anderen Modul die Speicher dazu und eben das Gasbrennwertgerät, was dann in der Spitze bis zu 24 kW Wärme bereitstellt. Das ist hier nochmal ein anderes Beispiel von einem weiteren deutschen Unternehmen mit Sitz aus München, auch BDH-Mitglied, Firma Elcor, die auch für einen ganz anderen Bedarf nochmal eine Brennstoffzelle entwickelt hat. Man sieht also eine sehr große Breite an Produkten derzeit am Markt. Und zwar können Sie auf der linken Seite, wie man es hier sieht, eben sehr schön auch für bestehende Heizungsanlagen das Brennstoffzellenmodul einfach daneben hängen. Das ist sogar ein wandhängendes Gerät, sehr, sehr klein und kompakt. Gegebenenfalls ergänzen eben mit dem Energiespeicher, also diesem Warmwasserspeicher, in dem Fall sind es 560 Liter in beiden Fällen, oder wie das rechte Beispiel des Elcor 2400 Max zeigt, durchaus auch eine komplette Heizungsanlage, also auch da, wenn es jetzt ein Ersatz ist, die Heizung geht kaputt oder auch Neubau, kann man so ein komplettes System von dem Hersteller bekommen. Das Interessante hier an dem Modell ist, dass es eine Nennleistung von nur 300 Watt hat, das heißt sehr, sehr genau und sehr lange im Jahr laufen kann, weil es sehr, sehr wenig Wärme dabei auch abgibt und dabei insbesondere optimiert ist auf den Eigenbedarf des Stroms im Haus. Das heißt, möglichst wenig des Stroms, was man über die Brennstoffzelle erzeugt, ins Netz einspeisen zu müssen, denn das ist ökonomisch, wirtschaftlich der schlechtere Fall. Immer besser, wenn man sozusagen, ähnlich wie beim Batteriespeicher mit der PV-Anlage, seinen Eigenbedarf optimiert. Und das ist so ein System, was darauf ausgelegt ist. Wir möchten jetzt nochmal so ein bisschen die europäische Dimension einnehmen. Ich selbst bin auch nicht nur im BDH, sondern auch auf Brüsseler Ebene relativ aktiv und steuere da so ein bisschen die mit Kollegen natürlich die europäischen Brennstoffzellen für die Hausenergie aus. Da hat es 2014 eine Studie gegeben, von Roland Berger, die im Auftrag der sogenannten Joint Undertaking for Hydrogen and Fuel Cells, also eine Public-Private Partnership der Industrie mit der Europäischen Kommission gegeben hat. Und hier sieht man eben auf diesem Bild, dass es neben dem, was wir schon erwähnt haben, also CO2, sehr leises Geräuschverhalten, praktisch keine Vibrationen, auch weitere Vorteile hat. Dass es sich um eine dezentrale Erzeugungstechnologie handelt, ist klar. Wir haben deutlich weniger Primärenergieverbrauch, da sehen wir gleich noch einen Chart. Was aber auch, und das steht rechts hier, wichtig ist auch gerade im Zuge der Diskussion, inwieweit denn eigentlich Erdgas im Wärmemarkt zukünftig eine Rolle spielt, dass Roland Berger ganz klar zum Ergebnis kommt, das ist erst anfangs eine Brückentechnologie, eine hocheffiziente Brückentechnologie, wird aber langfristig eben auch eine Langfristtechnologie, wenn es uns gelingt, und das funktioniert eben als sozusagen umgekehrten Prozess, da zeige ich nachher auch gleich noch ein Bild, sehr gut, wenn es uns gelingt, das Gas auch grüner zu machen, was im Grunde genommen durch die Elektrolyse passiert. Das ist genau der umgekehrte Prozess der Brennstoffzelle, wo man auch Synergien hat im Markt, die sozusagen entweder bei der Brennstoffzelle oder bei der Elektrolyse liegen, wo zum Teil dieselben Materialien verwendet werden. Denn wichtig ist ja, dass wir jetzt mit den noch relativ teuren Komponenten in Volumen kommen in Europa, aber das hat man bei jeder neuen Technologie. Dieses Bild zeigt nochmal eine Kernfrage in der deutschen Energiediskussion und auch in der europäischen, nämlich sind Brennstoffzellen sozusagen ein Widerspruch zum erneuerbaren Anteil, der ja steigen soll, auch im Wärmemarkt? Und die Antwort ist ganz klar nein. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, gerade im Winter, wenn man jetzt die Erneuerbaren hat. Da scheint eben relativ wenig die Sonne, allein schon vom Sonnenstand im Winter ist das klar, aber auch vom Wind ist das immer fluktuierend.
Und genau in dieser Zeit im Winter braucht man natürlich die meiste Wärme. Das heißt, wenn man jetzt eine Elektrifizierung des Wärmemarkts vorhat, besteht die große Herausforderung eben zu gucken, wie kriegt man denn den Strom eigentlich dann da auch hin. Und hier sieht man eben jetzt auf der linken Seite so Nachbarn mit dem Haus, der hat eben eine PV-Anlage oben auf dem Dach und dann eine Wärmepumpe. Und der rechte Nachbar hat eben die Brennstoffzelle. Und die Brennstoffzelle ist eben nicht abhängig von dem, ob der Wind da hinten scheint oder die Sonne, und produziert eben gerade im Winter, weil er da in der Regel auf Volllast läuft, sehr viel Strom. Dieser Strom wird dann im Überschuss auch ins Netz eingespeist, und genauso wie das virtuell bei anderen PV-Anlagen läuft, läuft es hier dann auch. Das heißt, hier sieht man sehr schön, dass eben die Brennstoffzellentechnologie, wenn sie jetzt in die breite Serie geht, sehr komplementär zur Energiewende passt und auch zum Thema Steigerung der Erneuerbaren im Energienetz. CO2, das Thema schlechthin. Wir alle wollen und müssen die Klimaschutzziele erreichen. Das heißt eigentlich eine vollständige Dekarbonisierung auch im Wärmemarkt, was übrigens natürlich viel schwieriger ist als im Strommarkt, werden die meisten von Ihnen wissen. Wenn Sie gerade Bestandsgebäude haben, und das ist jetzt so ein Beispiel hier auf der linken Seite, ein Beispiel aus München mit etwa 100 Quadratmeter Wohnfläche, und sagen dann, wir bauen da jetzt eine Wärmepumpe ein, haben aber Temperaturen in Heizkreisen von 55, 60 Grad, dann dreht der Zähler durch. Das ist nicht optimal. Und gerade da ist die Brennstoffzelle eigentlich optimal, weil sie im Ersatz sehr schnell eingebaut ist, im Grunde genommen nur einen Erdgasanschluss braucht und trotzdem halt sehr hohen Beitrag für die CO2-Minderung bringt. Dieses Beispiel von 2014 ist eigentlich schon wieder überholt, weil die Brennstoffzelle hier hatte nur etwas mehr als 35% Wirkungsgrad. Ich habe es gerade gesagt, wir haben Brennstoffzellen bis 46-60%, können Sie hier auf der Messe angucken, in Halle 8 und 9. Das heißt, die 33%, die wir da erreichen im Vergleich zum Gasbrennwertgerät, ist eigentlich eher die untere Grenze. Übrigens ist diese Zahl auch in allen Demonstrationsprojekten von deutscher Ebene, da war Kallux zu nennen, aber auch jetzt das laufende Enefield-Projekt, was bis Ende 2017 noch geht, oder das jetzt anlaufende PACE-Projekt auf europäischer Ebene, hat das alles bestätigt, dass wir diese CO2-Einsparung auch tatsächlich hinkriegen und dass das nicht nur eine rechnerische Größe ist. Und da komme ich nochmal zurück auf mein Statement von vorhin. Die Energiewende und die CO2-Einsparung laufen Schritt für Schritt ab. Und ich sage immer, 2 bis 3 Tage Einbau. Danach hat man 40-50% CO2 gespart. Dann widmen wir uns noch die anderen 50 oder 60. Und so macht Energiewende Sinn und nicht die Hoffnung, mehr ist es nämlich nicht, von heute auf morgen 100% CO2 einzusparen im Wärmemarkt, wird so nicht funktionieren. Schon gar nicht mit der vollständigen Elektrifizierung. Übrigens, ne, das ist auch nochmal ein Punkt, da unten sehen Sie NOx, das ist ja auch noch sehr stark, jetzt vom Autobereich im Moment, den Dieselgate oder Stuttgart, die Kahlkessellage, die es dort gibt, in Diskussion. Bei der Brennstoffzelle haben Sie praktisch keine messbaren Stickoxide mehr. Das ist das Bild, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Das war auch in der Kommission sehr umstritten. Da standen mal -27% CO2, Primärenergieeinsparung. Dann hat die Kommission gesagt, huch, wenn das so viel ist, dann müssen wir eigentlich viel mehr machen für Brennstoffzellen. Dann hat man nochmal ganz genau nachgerechnet, die Annahmen ein bisschen runtergeschraubt. Und dann kam man auf 24. Und 24% Primärenergieeinsparung ist eine ganz schöne Nummer. Das kriegt man nicht von jeder Technologie hin. Das zeigt halt, dass die zum einen dezentrale Erzeugung, die ja ohnehin effizienter ist als die zentrale, weil sie halt die Wärme immer nutzen können, das ist ja bei jeder Kraft-Wärme-Kopplung der Fall, hier natürlich besonders gut ist, weil die Brennstoffzelle mit derart hohen Wirkungsgraden sozusagen über die Dezentralität der Erzeugung auch noch die hohen Wirkungsgrade on top draufsetzt durch die direkte Umwandlung. Also auch da ganz klar die Technologie, die höchsten Einsparpotenziale im Gasbereich heute bringt. Das Schöne ist, und das wird Sie, wenn Sie im Handwerk tätig sind, wovon ich mal ausgehe, dass das einige von Ihnen sind, oder in der Zulieferindustrie, das Ganze ist eben nicht nur für den Neubau oder nicht nur für den Bestand, sondern eben für beide ausgelegt. Die Viessmann-Brennstoffzelle Vitovalor 300, die wir gerade gesehen haben, ist eher eine, die für den Neubau angelegt ist. Andere Brennstoffzellen können Sie vermehrt und besser in den Altbau einsetzen. Es gibt auch, gerade wenn man mit Hochtemperaturbrennstoffzellen arbeitet, können Sie die ganz bequem in Neubau und Bestand einsetzen. Das heißt, wir haben ja überhaupt keine Limitierungen. Und gerade was den Bestand angeht, und diese beiden Häuser sind jetzt nicht irgendwelche Marketingfotos, sondern da laufen Brennstoffzellen gerade drin. Das ist aus dem bestehenden Enefield-Projekt sind das Beispiele. Das ist links oben mit Erdgas Schwaben ein Projekt, was wir in Altusried haben. Und rechts in Nordrhein-Westfalen mit Balve, wo wir ein denkmalgeschütztes Haus mit Brennstoffzellen ausgestattet haben.
Ja, das Thema Labeling ist natürlich auch nicht zu vergessen. Es wundert jetzt nicht, dass bei so hohen Wirkungsgraden bei Brennstoffzellen das Energielabel entsprechend ausfällt, nämlich grundlegend und durchweg über alle Produkte A++, was natürlich für die Zukunftssicherheit von solchen Anlagen wichtig ist. Denn klar ist auch, die Energielabeling, das Energielabeling wird durch die Kommission von unten abgeschnitten. Das heißt, irgendwann darf man eben nur noch ab einer bestimmten Effizienzklasse einbauen und damit ist die Brennstoffzelle, wie man hier schon sieht, ganz oben auf dem Sockel und damit eine sehr zukunftssichere Technologie. Ja, zum Marktvolumen, da gibt es natürlich, ich sage immer, das Dumme an der Zukunft ist, dass es schwer vorhersehbar ist und da gibt es immer Streitereien, wie hoch ist das Marktpotenzial oder wie tief. Das ist jetzt einmal eine Abschätzung, die Roland Berger gemacht hat in 2012 und 2030 und das sieht man eigentlich bei allen diesen vier Referenzländern oder Pilotmärkten, die damals untersucht haben, wenn man mal links anguckt, Deutschland, die 430.000, die da sind, in diesem braunen Balken da unten. Das ist also das hier. Das sind eigentlich direkt nutzbare Gebäude, wo eben ein Erdgasanschluss schon da liegt. Das andere wären Konversionsmärkte. Da müsste man von Öl zum Beispiel auf Gas umstellen. Das passiert nur eingeschränkt, aber auch zum Teil. Zeigt aber über alle Anlagen ein Volumen von über 2,5 Millionen. Das ist ein theoretisches Marktpotenzial. Es gibt andere, die da drunter gehen, weil man muss auch noch einen Filter drunter legen, hat man den Platz, wie viel wollen wirklich, ne, wie viel sind bereit da zu investieren, das ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt definitiv, dadurch, dass es eine sehr leichte Technologie ist, die auf Erdgasbasis eben ohne irgendwelche zusätzlichen Installationen wie eine Erdbohrung oder wie auch immer, Verlegen von Flächensystemen für die Wärmepumpe im Garten auskommt, ist es eine Technologie, die sehr einfach einzubauen und damit eben auch potenziell ein sehr hohes Marktvolumen hat. Das war von vorhin nochmal eine Folie. Die Frage ist ja, wie wir unseren erneuerbaren Strom, den wir ja alle haben wollen, dann irgendwie auch speichern und transportieren können. Klar ist, mit der Batterie gelingt das nicht über einen sehr langen Zeitraum. Das schafft man eben über relativ kurze Zeiträume. Was wir aber haben, und das darf man nicht vergessen, ist eben, dass wir in Deutschland schon ein Speichernetz im Prinzip verbuddelt haben. Das haben wir nämlich schon bezahlt. Das ist das Erdgasnetz. Und man darf nie vergessen, wie aufwendig es ist, wenn man das Dilemma hat, das typische, wenn man nicht nur eine Technologie in den Markt bringen muss, sondern dafür auch noch eine Infrastruktur braucht. Alle Beispiele, vor allen Dingen im mobilen Bereich, zeigen das, wie schwer man sich da tut. Das ist das typische Henne-Ei-Problem. Ich investiere nicht in Infrastruktur, wenn ich keine Autos habe. Und die Autohersteller sagen, wieso soll ich Autos anbieten und entwickeln, wenn ich keine Infrastruktur habe. Das wird man in der Elektromobilität jetzt auflösen. Das wird langsam gehen. In der Hausenergie brauchen wir das nicht, weil da gibt es die Infrastruktur. Und da gibt es sogar die Möglichkeit, eben wie schon angedeutet, dass wir den umgekehrten Prozess, nämlich Elektrolyse, nutzen, den erneuerbaren Strom erstmal in Gas umwandeln, den im Gasnetz speichern und dann eben, und zwar ohne aufwendige Steuerung, das läuft ja alles automatisch, die Brennstoffzelle nimmt sich einfach das Gas aus dem Gasnetz raus, wann immer es braucht. Übrigens auch ein uraltes Brennwertgerät oder Heizwertgerät macht es dann, ohne irgendeine Kommunikation und Regelung. Wie gesagt, Erdgasnetz besteht, Elektrolyse funktioniert, wir haben sogar Synergien bei beiden Technologien. Je mehr Elektrolyseanlagen gebaut werden, desto günstiger werden die Brennstoffzellen für die Hausenergie. Und das ist gerade bei der Industrialisierung, die jetzt ansteht, ein enorm wichtiger Faktor. Dieses hier können Sie einmal in der Broschüre der neu aufgelegten, auf die ich auch gerne hinweisen möchte, beim BDH, die Sie hier auch finden am Stand für Brennstoffzellen finden. Das ist eine Übersicht über die verschiedenen Hersteller, die jetzt eben Brennstoffzellen anbieten. Einige davon haben wir gesehen, wir können aus Kürze der Zeit nicht alle ansprechen, aber es sind in der Reihe, die da jetzt schon langsam in den Markt gehen und zum Teil auch schon im Markt sind. Wie gesagt, auf dem BDH-Stand gibt es die Broschüre, Sie können das auch bei der Initiative Brennstoffzelle abfragen, da gibt es das auch online und viel wichtiger bei so einer Messe hingehen zum Messestand und die Dinger mal angucken, anfassen, das ist schon beeindruckend. Letzte Folie, wichtig, und das war eine sehr, sehr dringliche Aufgabe auch in den letzten Jahren, ist ja nicht nur die Frage, und da haben wir in Deutschland und Europa ein bisschen anderes Verständnis als die Japaner, wie man Brennstoffzellenheizgeräte über eine lange Distanz jetzt erfolgreich entwickelt, sodass sie die Kundenanforderungen erfüllt, Haltbarkeit, Wirkungsgrade etc., sondern eben auch, dass die erschwinglich sind, sonst kommen wir nie in den Markt. Und klar ist auch, dass so eine hochinnovative Technologie wie die Brennstoffzelle noch sehr teuer ist am Anfang, denn wir haben noch nicht so viel Volumen. In Japan gibt es schon 170.000 Brennstoffzellen im Markt, in Deutschland wenige tausend.
Und deswegen hat das BMWI jetzt seit August 2016 ein Zuschussprogramm über die KfW, das KfW 433-Programm, ins Leben gerufen. Kann man auf der Webseite sehen, ist beantragbar, wo eben Endkunden einen Zuschuss bekommen, der ein bisschen gestaffelt ist. Es gibt einen Basiszuschuss, den kriegt jeder, 5.700 Euro, egal welche Brennstoffzelle. Und auf der rechten Seite sehen Sie jetzt eine Beispielrechnung für 1 kW, wo man eben pro 100 Watt, die dann noch draufkommen, ab einer bestimmten Leistungsgröße eben noch einen 450 Euro Bonus kriegt. Das heißt, wenn man 1 kW rechnet, kommt man eben auf 10.200 Euro. Bei der 750 Watt Brennstoffzelle ist es, sind es 9.300 und so kann man sich dann da ausrechnen. Also schon eine sehr satte Förderung, sehr einfach zu beantragen. Und das zusammengenommen führt eben dazu, dass man heute Brennstoffzellenheizgeräte für den Endkunden komplett installiert mit all den Komponenten, die ich Ihnen gerade vorhin gezeigt habe, für deutlich unter 20.000 Euro installiert bekommt. Im Bereich von einer Wärmepumpe, wir sind da noch nicht beim Brennwertgerät, das geht auch gar nicht, da würde ich auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, das eine ist ein kleines Kraftwerk, hocheffizient, das andere ist eben ein Wärmeerzeuger. Aber, und das ist auch wichtig, wenn wir es jetzt in Deutschland und Europa schaffen, die Skalierung nach oben zu treiben, dann werden die Brennstoffzellen auch irgendwann mit Brennwertgeräten wettbewerbsfähig. Da bin ich mir ganz sicher, denn es ist eine reine Frage der Volumen und natürlich auch des Vertrauens. Da geht man Risiko ein im Markt, aber dieses Programm jetzt setzt die Grundlage, um für den Kunden wirklich einen attraktiven Einstiegspreis zu garantieren. Vielleicht auch nochmal zum Verständnis als letzte Information, wenn man jetzt mal die großen Demonstrationsprojekte in Europa anguckt, die jetzt gelaufen sind, dann können Sie davon ausgehen, dass im Bestand je nach Brennstoffzelle und Wirkungsgrad zwischen 700 und 1000 Euro Energiekosten pro Jahr eingespart werden können im Vergleich zu einem alten Heizkessel, der dann rausfliegt. Und das ist schon eine Nummer. Ne? Wenn ich Stromkostenbezug inklusive etwas höherer Gaskosten, die sind ja damit reingerechnet, also wirklich netto Energiekostenrechnung, 700 bis 1000 Euro einspare. Da kommt der Vollwartungsvertrag noch weg, den es übrigens bei allen Herstellern dann gibt von den Geräten. Aber da bleibt eben trotzdem pro Jahr was übrig, weil Sie zur Amortisation dann zu diesen 17.000, 18.000 dann installiert abziehen können. Und wenn ich das über 10 Jahre rechne, glaube ich, macht es bei manchen Herstellern gar keinen Sinn mehr, Brennwert Solar einzubauen, weil die kostet grob 12, sondern dann kann ich eine Brennstoffzelle einbauen und habe ab dem 8., 9. Jahr tatsächlich auch eine bessere Wirtschaftlichkeit bei heutigen Energiepreisen. Ja. Wenn der Strompreis noch mehr steigt, dann entwickelt sich das nur noch besser, als wenn ich jetzt eine konventionelle Technologie nehme.